Plusis, Plusis, und wir reden gleich über das Plusi machen mit Arbitrage. Kann sein, dass das Video ein bisschen länger wird, aber lohnt sich vor allem für diejenigen, die ein bisschen Handarbeit mögen, anstatt zu spekulieren, was bedeutet, dass Arbitrage irgendwo dasselbe Produkt günstig kaufen und irgendwo dasselbe Produkt teurer verkaufen. Margen im Kryptobereich irgendwas zwischen ein paar Cent und irgendwas mit 50 Cent. So, also, guck mal hier, das ist Gate.io. Eine Börse wie jede andere, aber auf HTX, derselbe Coin, ja, knapp 12% teurer. Also, und damit du jetzt in das ganze Arbitrage-Game einsteigst, brauchst du einiges an Werkzeug. Zeit. Vor allem brauchst du auch. Also, als erstes mal registrierst du dich auf mindestens knapp 50 Börsen oder mehr. Würde ich jetzt aber nicht als ersten Schritt machen, sondern einfach nur merken, dass es dahin gehen wird. Du wirst später viele Börsen brauchen. Du wirst aber auch zu fast jeder einzelnen Chain ein Wallet brauchen und natürlich wissen, wie man Coins von einer Chain zu der anderen Chain, sprich Bridgen, tut. Ne? So, aber das Allerwichtigste, und spätestens jetzt musst du mal gönnen, bloß Herz und teil das Video. Weil das ist echt Money Glitch, wenn man ein bisschen sein Köpfchen anstrengt. Ne? CryptoRank.io. Es ist im Grunde genommen, ja, alle möglichen Projekte werden hier vorgestellt, genau wie auf CoinGecko und Labapalaba. Mit dem feinen Unterschied, dass wenn du dir ein Coin anguckst im Detail, gibt es hier einen Karteireiter Arbitrage. Und da viel Spaß beim Raussuchen. Ja, musst du halt da stundenlang sitzen, alle Coins durchgehen und hoffen, dass da was wird. Ne? Aber läuft, der Rubel rollt, da weid ihr. Rollt aber nicht für alle. Vor allem für diejenigen, die nicht imstande sind, ein bisschen Recherche zu betreiben. Wie zum Beispiel eine Suchmaschine zu verwenden oder zum Beispiel auf der Börse, auf der die Coins laufen, genauer hinzugucken, ob die Einzahlungen und Auszahlungen laufen und vor allem auf welcher Chain. Das sind die wichtigsten Sachen, die ihr braucht, um diese Plusis zu machen. Fun Fact, in Arbitrage ist mehr drin als in XRP. Und damit du nicht ganz alleine bist in diesem kalten Krypto-Weltall-Space, komm bei uns in die Community. Links hier bei mir in der Bio, kostet nichts, nimmst du mit. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Da weiter. Bitte lutsch, Gürtel. Viel Spaß mit Plusis. Jetzt mach hier Plus weg und jetzt roten Teil das Video sonst.